Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich habe mir gedacht, heute nehme ich euch mal mit zum Stall machen. Hella ist schon fleißig. Ja, es gab ja schon eine Morgenroutine. Dort habe ich die Fütterung gezeigt. Ja, und nach der Fütterung kommt natürlich das Stall machen, weil so viele Pferde kacken natürlich auch echt viel. Und ja, das ganze Futter muss ja auch wieder raus. Und deshalb nehme ich euch jetzt mal mit, wie das denn alles so bei uns nach der Fütterung abläuft. Also, let's go! Äppelt ihr jeden Tag ab? Ja, sogar zweimal am Tag. Also wir haben auch eine Mitarbeiterin, die sechsmal die Woche kommt. Ich müsste meistens abends nochmal nach. Einmal in der Woche habe ich komplett Stalldienst. Jetzt ist es gerade alles ein bisschen gefroren. Ja, das macht das Ganze natürlich nicht so angenehm und nicht so schön. Aber ja, man muss durch. Wer sein Pferd liebt, der macht das auch. Wir fangen immer als erstes mit dem hinteren Paddock an, von den großen, ne? Mit der Weidehütte von denen. Vorher haben sie ja immer da rauf und dann geht es weiter mit dem vorderen Mini-Paddock. Ja, und dann dürfen auch schon die Minis runter. So, sorry für die kurze Unterbrechung, aber wie ihr seht, trage ich ja im ganzen Video meine Oceans Apart Leggings. Und ich muss sagen, für mich ist das einfach die beste Sportswear. Ich habe sie nicht nur zum Sport an, sondern auch einfach in meinem Alltag und liebe die Kleidung. Die sind einfach nicht nur super schön, die Sets, sondern auch noch super, super bequem. Also ich liebe sie wirklich in meinem Stallalltag und auch so einfach zum auf der Couch liegen, weil sie einfach so schön bequem sind. Und heute darf ich auch noch einen Code mit euch teilen. Und zwar mit JuliaJT bekommt ihr heute zwei Sets zum Preis von einem. Den Link hänge ich euch mal in die Infobox. Und ja, jetzt zeige ich euch mal noch, welche neuen Sets ich mir bestellt habe, denn die sind ziemlich cool. So, ich habe euch jetzt eine Bestellung mitgebracht. Das Coole an Oceans Apart ist schon mal, sie verschicken super nachhaltig in der Papiertüte. Ich habe hier drei Sets bestellt. Einmal einen super coolen schwarzen Hoodie. Ich liebe diese lockeren Hoodies. Er ist auch super lässig locker und schaut halt einfach cool aus, muss man halt jetzt einfach mal sagen. Dann habe ich mir noch bestellt zwei weitere Sets. Einmal ein Rosé-farbenes und nochmal ein olivgrünes, weil Oliv ist einfach meine Lieblingsfarbe. Und jetzt zeige ich euch nochmal alle Sets angezogen. If you feel the things I do, I might need some help if you let me go. Cause I'm flying through the sky and I'm sitting a little high on you. So, in der Hütte ist es natürlich auch sehr wichtig, dass die ganzen nassen Stellen rauskommen und die Pferde nicht den ganzen Ammoniak einatmen. Da hole ich jetzt dann gleich noch zwei neue Einstreusäcke, damit die schöne weiche Liegefläche haben. Die Pferdekinder. So, die Schubkern nennen wir in unsere Mistcontainer. Ja, die Mistentsorgung ist mal so ein bisschen problematisch. Unser Mist nimmt zwar ein Bauer, aber wir müssen immer 100 Euro bezahlen zum Container ausleeren. Aber da wir hier ja im Ort leben, ist das ein bisschen schwierig. Es ist auch ein bisschen schwierig, die Schubkern da hochzufahren, muss ich ehrlich sagen. Aber we can do it. Eingefroren. Muss ich nachher noch ausmachen. Bei so Wetter macht es echt besonders viel Spaß zu misten. Und wenn der Paddock so gefroren ist wie heute, natürlich kann man es nicht ganz so sauber machen, wie wir das gerne hätten. Den vorderen Sandpaddock rächen wir normal immer komplett ab und den Kunstrasen kehren wir immer mit einem Besen komplett schön ab, damit es super ordentlich und sauber ist, wie wir das gerne wollen. Aber wenn alles gefroren ist, geht das natürlich nicht. Wir haben hier hinter unserer Hütte auch noch eine extra Rauch, damit die Pferde wirklich viele Fressstationen haben. Und ja, es war kein Streit, weil die stehen hier bei uns immer im Offenstall, die großen. Dann haben wir auch noch Hölzer zum Knabbern als Beschäftigung. Unser Paddock ist sehr gut ausgestattet. Und eben den Rollrasen hier,
damit die Pferde halt einfach nicht so den großen Hufabrieb haben, wie mit dem Sand. Okay. Wir machen auch jeden Tag das ganze Heu um die Raute weg, weil das jetzt einfach gefroren ist und dreckig ist und die auch den Sand nicht mitfressen sollen, wenn es nicht gefroren ist. Die Raufe machen wir jeden Tag komplett frisch, wischen die aus, dass ich einfach keine, damit sich einfach keine Pilzsporen und Schimmelsporen im Heufleisch setzen und die Pferde jeden Tag frisches Heu hier haben, weil das Heu hier ja auch nass wird ohne Dach. Wir haben natürlich auch Salzsteine und Mineralsteine hier im Paddock und ja, ich kehre jetzt hier das ganze Pflaster, damit das hier auch alles ordentlich ist. Ach ja, und Kratzbürsten haben wir auch noch für die Pferde als kleinen Luxus. Die lieben sie. Dann bringe ich täglich frisches Heu für die Pferde runter, damit die tagsüber auch viel zum Fressen haben. In der Früh werden die in der Box noch kurz gefüttert und dann geht es aber relativ schnell auch in den Paddock für die Minis. So. Perfekt. Und dann nehme ich gleich noch einen Einstreusack mit. Als Streu für die Box unten, damit sie schön weich liegen können. Jeden Tag einen Sack? Nee, tatsächlich nicht. Einfach je nach Bedarf, dass sie eine schöne weiche Liegefläche haben, wo sie schön schlafen können. Da unser Stall eben im ersten Stock ist, müssen wir natürlich das Einstrauch immer hoch und runter schleppen, so wie das Heu. Aber man gewöhnt sich dran und es ist echt ein Muskeltraining hier bei uns. Helle hat geholfen und das Heu runtergefahren. Sie hat ein bisschen was verloren auf dem Weg, aber das kann schon mal bei der Steinrampe passieren, wenn man es noch nicht runtergefahren hat. Dann haben wir mit dem Heu die Mini-Raufe befüllt. Das Einstreu habe ich dann auf den Schubkarren gepackt. Das kommt hinter in die Hütte zu den großen Pferden. Wir verwenden das Altspann-Einstreu. Das ist einfach staubfrei und wirklich super. Das haben wir schon seit über 10 Jahren und sind damit echt happy. Ich bin bei der Kälte irgendwie so außer Atem. Ja, dann habe ich das Einstreu in die Hütte gelegt, versucht aufzureißen. Ich hatte leider kein Messer dabei, deshalb mit meinen Fingern. Da ging es nicht ganz so gut wie mit einem Scherchen oder einem Messer. Dann habe ich das Einstreu verteilt, damit sie wieder eine schöne Liegefläche haben. Im Paddock haben wir mehrere so Selbstläufertränken. Das ist ganz schön, weil die Pferde nichts drücken müssen oder so und das selber nachläuft. Und die sind auch alle beheizt, damit die eben im Winter nicht einfrieren können. Also ziemlich praktisch. So, zum Misten sperren wir die zwei Großen hier ein in den Offenstall. Bitte sehr, treten Sie aus. Wolli, komm! Komm, Wolli, schnell! Das ist hier immer offen, aber beim Misten gehen die immer sehr im Weg um. Deshalb sperren wir die immer ein bisschen weg. Komm, schnell, Wolli, komm! Komm! Komm, 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 komm! So, hier raus. Und dann müssen wir jetzt halt noch einmal hier die Weidehütte misten. Erstmal das Heu von den Minis. Sie haben ja kein Heu, kein eigenes. So, fahren Sie die Karre vor. Wow, was ein Auftritt in diesem Video. Die Minis und die Großen gibt es noch. Die Großen haben hier hinten den großen Paddock. Weil es die Verletzungsgefahr einfach zu groß ist mit den Mini-Fohlen und Danny ist ja doch sehr wild. Das ist unsere zweite Hütte für die Pferde als Unterstand. Das sind eigentlich zwei Boxen, die haben wir aufgemacht, damit die viel Platz haben. Hier haben wir jetzt nochmal richtig viel Heu hin, dass es eben bei so vielen Pferden viele Futterstationen gibt. Und hier haben wir dann immer noch einen großen Haufen Stroh zum Fressen und zur Beschäftigung. Und das ist eigentlich eine komplette Strohbox. So, machen wir mal hier weiter, dass wir heute noch fertig werden. Wie lange dauert das insgesamt so? Ja, für den Stall so 2,5 Stunden braucht man mindestens. Das ist schon einiges an Arbeit. Unser Mist vom Stall kommt durch diese Luke runter, weil der Stall ja im ersten Stock ist. Und was auch immer wichtig ist, ist, dass man halt den Mist verteilt im Container. Dafür haben wir so eine Hake, dass halt einfach alles ein bisschen gleichmäßig ist und nicht auf einer Seite halt dann runterfällt. Das ist immer wichtig. Jetzt ist noch nicht so viel drauf, da ist es noch nicht so schlimm, aber trotzdem. Und auch hier vorne darf nichts sein, weil er hier einfach flacher ist, ja. Mist, deshalb muss das ganze Zeug hier nach hinten spaßig. Die Pferde sind auch ein bisschen verwöhnt, denn es gibt täglich zwei Eimer mit warmem Wasser im Winter, damit sie einfach angereizt werden zu trinken. Und ja, so haben wir tatsächlich auch nie eine Kolik eigentlich bei unseren ganzen Pferden. Und das nehmen die auch an und das bieten wir ihnen einfach an. Das ist besser als kaltes Wasser.
Ja, sie trinken es halt viel lieber wie kaltes Wasser. Warmes Wasser, wenn wir auch diese Schwimmer trinken. Aber warmes Wasser lieben sie einfach. Wie ein Tee im Winter. So, und wenn der Paddock unten gemacht ist, dürfen die ganzen Minis runter. Wir lassen die alle alleine runterlaufen. So, ihr zwei. Pia ist schon ganz aufgeregt. Sie sind einfach alle so süß, wie sie alle schon warten und sich einfach freuen, dass es runtergeht. Die kleine Mila, unsere Omi Lavi, die schon seit 20 Jahren bei uns ist, und Smarty. Dann kam die liebe Prinzess, die kriegt dieses Jahr auch ein Baby. Ich freue mich schon voll. Die kleine Vanilla und Coco, die kriegt das erste Baby 2020. Und ja, unsere Fohlen sind auch schon abgesetzt. Die sind nachts über im Laufplatz. So kann man die schonend von der Mutti entwöhnen. Und dann war es soweit, die Minis durften runter. Wir haben auf unserer Rampe so Sprossen, damit die Minis auch nicht rutschen. Und ihr seht, die rennen da auch wirklich runter. Also es klappt wirklich super und es ist auch noch nie eins ausgerutscht. So, ich bringe jetzt das schöne warme Wasser. Da warten sie immer schon drauf. So, Duki, unser Zuchthengst, der steht bei Sparky. Weil Sparky ja verletzt ist und nicht bei den anderen Großen stehen kann. Deshalb hat er Duki bekommen als Freund. Denn kein Pferd soll alleine sein. Ja, wir haben den Paddock so konstruiert, dass Duki in das Iglu kann und auch hier unten durchschlüpfen kann zu Sparky. Sparky hat eben hier den Paddock, wir machen den auch gleich auf. Dass er sich eben ein bisschen wenigstens bewegen kann und halt nicht ganz in der Box steht. Gell, Sparky lief? Sparky soll halt nicht so viel gehen, deshalb hat er nur den kleinen Paddock und ja. So, dann wird Sparky gemistet. Jetzt kommt er natürlich wieder. Jetzt kommt er wieder. Aber ja, er ist ein ganz schönes Schweinchen und seine Box schaut ganz schön schlimm aus hier. Aber das will ich schon. Unsere Gabel ist ein bisschen am Ende. Ich sollte mir eine neue kaufen, glaube ich. Ja, für den Sparky allerdings müssen wir das Wasser schleppen, weil hier runter haben wir keine warme Wasserleitung. Der hat aber, für den haben wir so einen beheizten, das ist kein Beheizer, ein Frostschutzdruck, heißt das halt, glaube ich. Der trinkt einfach so viel, er kriegt am Tag wirklich so 4-5 Kanister frühs und abends. Also es ist wirklich viel hier, was der Wasser braucht, dass wir da Wasser schleppen. Dieses Pferd. Nach Sparky sind dann immer erst die Hühnchen dran. Die müssen wir jeden Tag leicht aus, also die Kacke runter, dass sie ja länger sauber sitzen. Und einmal die Woche machen wir den ganzen Stall komplett frisch und pudern auch den ganzen Stall, damit sie eben keinen Boden bekommen. Sparky bekommt tagsüber immer einen 10 Kilo Heusack. Den hängen wir jetzt hier zu zweit auf. Das ist nämlich gar nicht so leicht, weil der ist ganz schön schwer und Sparky verdrückt echt einiges. Aber ja, so ist er gut beschäftigt. So, jetzt gibt es für uns erstmal schnelles Frühstück. Ja, wir haben jetzt schon den Paddock gemistet, die Pferde runtergelassen, Heu gefüttert, frisches Wasser gegeben, Sparky gemacht und jetzt gönnen wir uns eine kurze Frühstückspause, denn wir haben heute einfach noch nichts gegessen und sind jetzt echt hungrig. Sehr hungrig, ja. Sehr hungrig. Und danach steht noch der Mini-Stall auf dem Plan. Genau, Stall machen, Rampe kehren, Stall kehren, Meerschweinchen, schauen, was da noch zu machen ist.
Und dann eben noch die Ziegen. Jede Menge Arbeit. Wirklich viel Arbeit. Wir haben uns entschieden, beim Bäcker was zum Frühstücken zu holen, denn dort gibt es einfach super leckere Sachen und es war ja der letzte Tag mit Hella und Tom zusammen. Nach dem Frühstück geht's weiter mit dem Mini-Stall. Hier sind 12 Boxen plus der große Laufplatz zu misten, dann der Stall zu kehren. Die Tränke machen wir jeden Tag sauber, die Näpfe machen wir jeden Tag sauber. Der Papa hilft heute auch fleißig und startet schon. Papa, sag mal Hallo. Hallo. Und Hallo. Und Hella hilft heute auch und dann sind wir da ratzfatz fertig. Let's go. Hier geht's runter zum Misthaufen. Unser Mist fällt da die Luke runter. Nach unten. Bravo. Nice. Hier auch einen Entlüfter. Da oben, der saugt den ganzen Schlauch auf. Das ist richtig gut. So staubt es ja in dem Stall nicht so, wenn man mistet und kehrt. Man sieht sogar die Staubpartikel hier rumfliegen. Ja, das stimmt. Und die fliegen, die saugt ja alles ein. Das ist echt super. Unsere ganzen jungen Fohlen stehen hier zum Absetzen. Papa, wenn wir filmen, darfst du nicht so rumhauen. Papa, es ist Sonntag, Papa. Genau, hier sind unsere Fohlenverbinder. Da haben die den schönen großen Platz, da stehen die immer nachts drin, so setzen wir die langsam eben von den Mamas ab, fangen hier an, dass wir sie getrennt füttern und ja, das ist ideal. Mia lässt immer ihre ganzen Spielsachen hier, deshalb stapeln sie immer hier die Bälle. Die Box ist jetzt fertig und frisch eingestreut. Wir streuen immer in der Mitte eine schöne Liegefläche ein und am Rand nicht so viel, weil am Rand liegen die eh nicht und wir haben darunter eben schöne Gummimatten. Das heißt, der Boden ist von unten eh wärmer und weich und ja, da haben sie ein ganz schönes Bett. Jetzt wird noch Heu aufgefüllt, die Tränke putzen wir jeden Tag und ja, damit alles wirklich schön und sauber ist. Ich nehme mir jetzt einen Eimer und einen Lappen und damit gehe ich jetzt von Box zu Box, denn es ist wichtig, dass die Tränke immer jeden Tag einfach sauber sind, dass sich da nicht der Staub absetzt und so waschen wir halt jeden Tag die Tränke aus, dass sie einfach wirklich sauber sind und die Pferde halt schönes, gutes Wasser haben, weil das ist einfach das Wichtigste. Ich habe jetzt gerade schon unseren Heuwagen hier aufgefüllt. Das ist ganz praktisch, der rollt nämlich richtig schön. Da kriegt jetzt jedes Pferd einmal. In der Box haben wir nämlich Heusäcke. Ich fülle jetzt diese Heusäcke auf, dass sie eben einfach um die Nacht kommen, damit die wirklich 24 Stunden Heu haben ohne Fresspause. Und zusätzlich kriegen die Pferde immer noch einen schönen Haufen am Boden, damit sie wirklich genug und viel Heu fressen, weil das ist einfach die Basis für ein gesundes Pferd. Ich fütter hier gerade den zweiten Schnitt, da der einfach eiweißhaltiger ist und unser erster Schnitt sehr wenig Eiweiß enthält. Und gerade die trächtigen Stuten das einfach benötigen. Es fallen natürlich auch zusätzlich immer Sachen an, wie Einstreu auffüllen, das Einstreu hier hochtragen und hochfahren, neue Heuballen hochbringen. Das ist jetzt gerade alles aufgefüllt, das zeigen wir jetzt heute nicht, aber
Das ist auch immer jede Menge Arbeit. Julia hat gesagt, ich soll ihr jetzt einen Sack Luzern holen und das mache ich natürlich jetzt auch. So, wir machen jetzt den Sack hier auf. Okay, jetzt müssen wir einmal hier gezielt. Hier da? Ja. Wir füttern das Futter von Hardtalk. Wir haben hier einmal die Luzerne, dann haben wir die Luzerne Pellets und das Energy Müsli und sind damit wirklich super, super happy mit unseren ganzen Pferden. So, Futterwagen ist auch wieder aufgefüllt. Das müssen wir natürlich auch wieder machen. Das muss ja noch geputzt werden, damit der wieder schön ist. Der Müll entsorgt werden und ja. Wir bereiten für die Pferde auch immer schon mittags das Futter für abends vor, damit die einfach schön in die Boxen gehen. Und da schneide ich Karottchen klein. Und da kriegen die gleich ihr Müsli in die Boxen und so hat jedes Mini den Ansporn, in seine Box zu gehen. Und was natürlich jetzt auch anfällt, ist die Rampe kehren. Die muss natürlich auch immer schön sein. Bei uns ist nämlich immer wichtig, dass alles einfach schön ist. Und das ist mit diesen Rillen immer gar nicht so einfach, aber es geht eigentlich auch ganz schön. Es ist unfassbar, wenn man gerade mit dem Stall fertig ist, ist der Paddock hier schon wieder voller Kacke, man könnte wieder von vorne anfangen. Mit Tieren ist man einfach nie fertig mit der Arbeit. Ja, jetzt gehen wir noch zu den Ziegen, denn die sind jetzt als nächstes dran. Da müssten wir auch jeden Tag die Liegeflächen ab, weil wir haben ja auch weiße Ziegen. Und sonst wären die nicht so schön weiß. Und ja, frisches Wasser brauchen sie natürlich auch, Futter, aber das kriegen sie immer schon in der Früh. Und ja, jetzt kommt man mit zu den Ziegen. Für die Ziegen habe ich wieder frische Äste. Die kriegen nämlich jeden Tag bei uns frische Äste. Mögen die das gerne? Ja, die lieben das. Hier haben wir so einen Asthaufen. Wichtig ist ja, dass es ungespritzt ist. Aber ihr seht, da kommen die schon alle. Ups, hallo Geissies. Das schmeckt ihnen sehr, sehr gut, Hansi. Ja, und da hinten haben wir jetzt extra auch, also hier haben sie so einen Knabberhaufen. Dann haben wir jetzt halt hier für die Ziegen so einen Kletterhaufen gebaut. Das sind lauter Steine, weil Ziegen lieben es einfach zu klettern. Wenn jetzt kein Schnee ist, kehren wir die halt jeden Tag ab. Dann haben sie hier eben ihre Liegeflächen. Weil Ziegen einfach immer erhöht sein wollen. Und da hüpfen die immer richtig schön rum und schlafen hier draußen auch total gerne. Wir haben zwar einen riesen Stall noch drinnen, aber hier ist einfach wichtig, dass wir jeden Tag diese Liegeflächen abkehren. Das mache ich. Dann haben wir hier auch noch Hölzer, hier noch eine Rampe, wo sie klettern können. Und den ganzen Paddock kehren wir auch einmal die Woche komplett ab. Und diese ganzen Bretter und Liegeflächen halt einfach jeden Tag. Ja, und hier ist unsere Heuraufe. Da haben wir so verschiedene Brettabteile. Das haben wir jetzt so ein bisschen verdreht. So, weil Ziegen sich immer boxen, wenn die nebeneinander stehen, haben wir hier für jede Ziege so ein Abteil. Genau, und sie sauen auch ganz schön rum, muss man jetzt halt mal ehrlich sagen. Aber sie fressen das ganze alte Heu nicht mehr, das ist wirklich Wahnsinn. Aber das lasse ich jetzt noch ein bisschen liegen. Und jetzt sollen sie erstmal ihre Äste fressen und noch die Reste. Ja, dann haben die Ziegen natürlich auch immer frisches Wasser, Mineral und Salzsteine für ihre Bedürfnisse. Und ja, das war es dann auch wieder mit meinem Stallalltag. Natürlich fällt noch viel mehr an, als ich jetzt euch heute zeigen konnte. Aber wir sind jetzt auch ein bisschen im Stress, weil Hella und Tom zum Zug müssen. Aber ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen und ihr lasst den Daumen nach oben da. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie wir zum Teil auch gefilmt haben. Der Tom hat mit seiner Kamera gefilmt und wir haben das Handy noch auf Schnellverlauf mitlaufen lassen. Ja, und ich hoffe, ihr habt mal gesehen, wie viel Arbeit hinter so einem Ponyhofleben wirklich steckt und ja, wie eingespannt ich auch immer bin. Also ich kann euch sagen, mit so vielen Tieren, es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. So, nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Ich wollte euch nochmal an meinen Code für euren Support erinnern. Wie gesagt, hier ist die coolen Sportsets. Ihr solltet zuschlagen. Es gibt heute 2 Sets zum Preis von 1 und ich muss einfach sagen, ich liebe es. Den Link findet ihr in der Infobox.